Ja, also der Fiat Multipla ist sicher Fiats ungewöhnlichstes Fahrzeug überhaupt. Der Kerl kommt daher mit einer Optik aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit. Fiat Multipla. Schon beim ersten Hinsehen wird deutlich, dass Fiat mit seinem Multipla einen neuen Automobiltyp kreiert hat, der beispiellos und unerwartet ist und sich entschieden gegen den Trend setzt. Und das ist gut. Gut für die Belebung des Marktes. Weniger gut, wenn man zu denen gehört, denen der Multipla einfach nicht gefällt. Also Form follows Function heißt die Devise beim Fiat Multipla. Das heißt, alles am Fiat Multipla wurde der Funktionalität untergeordnet. Im Innenraum fallen uns zuerst natürlich die zwei Sitzreihen mit jeweils drei nebeneinander liegenden Sitzen auf. Die bieten sechs ausgewachsenen Personen genügend Platz und das Ganze auf einer Länge, die nicht größer ist als ein normaler Kompaktwagen, also nicht größer als ein normaler Fiat Bravo beispielsweise. Dann fallen einem natürlich die Bordinstrumente als nächstes auf. Alles ist sehr ergonomisch gestaltet. Die Instrumente sind dem Fahrer zugewandt, sind leicht bedienbar, leicht erreichbar. Der Schalthebel beispielsweise liegt an der Mittelkonsole. Man kommt damit seinem Nachbarn, dem mittleren Sitznachbarn, nicht ins Gehege beim Schalten. Es gibt unzählige Ablagefächer, um den Krimskrams des Alltags zu verstauen. Auch der Fiat Multipla kommt mit einer der überlegensten Dieseltechnologien dieser Tage, nämlich Common Rail. Er hat einen 105 PS JTD Motor, der auch hier wieder besonders vernunftbetont sehr verbrauchsarm ist, aber jede Menge Durchzugskraft und Agilität besitzt, um die sechs Passagiere auch ziemlich flott in den Urlaub zu bringen. Zur Ausstattung. Zusätzlich zu den umfangreichen Features wie ABS, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und einklappbare Außenspiegel, die bei der enormen Breite des Multipla durchaus ihre Berechtigung haben, kann man den Multipla auch mit Rückfahrsensoren, Navigationssystemen oder gar mit Kühlboxen bekommen. Preislich siedelt sich der außergewöhnliche Minivan im Umfeld seiner Konkurrenten an. Der wirklich fantastische 105 PS starke Common Rail Diesel in der Top-Ausstattung ist bereits um 300.000 Schilling zu haben.